Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Texture Packs. Heute gibt es ein besonderes Video, denn ich zeige euch heute, wie ich meiner Meinung nach das beste Schwert, was ich jemals gemacht habe in meiner Texture Pack Karriere. Es ist ein 512er Schwert, was mir richtig gut gefällt. Und im Großteil des Streams, ja moin, Sonnenbrille. Und dem Großteil des Streamchats hat es auf jeden Fall auch gefallen. Also ich habe das Ganze auch während eines Livestreams gemacht. Also da könnt ihr mir gerne folgen, twitch.tv/germanhangergames. Genauso, wo wir gerade bei der Sache sind, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Denn dort habe ich immer noch ein kleines Gewinnspiel offen. Und zwar möchte ich mein Instagram ein bisschen pushen. Dementsprechend, so wie man es macht, macht man natürlich ein Gewinnspiel. Einfach unter meinem letzten Bild Apfelmus kommentieren und dem Instagram-Profil folgen. Ich würde sagen, ich löse das ganze Giveaway am 17.8. auf und ihr könnt dort 5 Amazon-Gutscheine gewinnen, also jeweils logischerweise eine Person ein. Ich werde die Person dann jeweils einfach nur anschreiben per DM auf Instagram. Ich mache es jetzt aber so, weil ich ein kleiner Ehrenmann bin, mache ich nicht 5, sondern 10 mal 25 Euro, sprich 250 Euro auf meinen Nacken. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr sehen wollt, wie ich vielleicht die restlichen Texturen für dieses... Es ist kein richtiges Pack, also ich habe jetzt nur ein Schwert gemacht, voll außer Zusammenhang. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt daraus ein nice Pack zu machen. Ein etwas hochauflösenderes. Vielleicht wird es ganz cool. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da und lasst es mich wissen. Ansonsten, ja, freut euch auf die nächsten Videos. Ich bin, hab gut Bock und ich habe auch gute Ideen. Keine Sorge. Ich werde jetzt das erste Mal in-game an, nur die Form, es ist noch nicht fertig, also wir haben noch nicht in der Klinge und in der Blade was gemacht, aber es ist jetzt nur die Form, meine Damen und Herren. Stille. Das Blaue ist halt unpassend, ich würde das Blaue auf jeden Fall noch ändern. Hä, aber es ist halt richtig gut, finde ich, so von der Klinge und so, also von der Größe, ich finde es ideal. Da kann keiner sagen, dass es zu dick, zu dünn ist oder so. Das ist genauso ein Mittelding. Wir müssen halt dann noch mal ein bisschen was ändern, aber das Schwert ist halt übel sick, finde ich. Richtig sexy. So einfach random, einfach so rauf, zack, High Edit, 512er. Und wisst ihr, was jetzt noch kommt? Welcher Part? Der sicke Edit-Part. Also wir machen jetzt noch hier in die schwarze Form natürlich was rein. Das Dunkelblau werde ich ein bisschen anpassen. Also seit wann ist denn ein Default-Schwert? Das fällt einem so gar nicht auf, aber das ist einfach grün.
So. Jetzt haben wir das Ganze nochmal in einem High-End gemacht. In der Klinge ein bisschen was gemacht. Bisschen Faxen. Und sieht halt schon edler aus. Also man sieht, was man aus dem Schwert halt alles rausholen kann noch. Und ich finde, das sieht schon so jetzt echt besser aus. Holy Camoli. Also wenn das nicht meine Klinge ist. Das ist so geil. Ich habe richtig Bock, das Pack nochmal weiterzumachen. 200k Pack. Nein, aber das Schwert ist halt echt richtig gut, finde ich.